Und in diesem Sinne möchte ich jetzt den Durchlauf durch die 13 heiligen Nächte beenden vom Inhalt. Und dann werden wir noch im letzten Teil jetzt das lesen, was ein Symbol ist für diese 13 heiligen Nächte, ein wunderbares Epos, das sogenannte Olaf Ostersons Traumlied. Hier hinter haben wir übrigens ein Bild von einer französischen anthroposophischen Malerin aus dem letzten Jahrhundert. Dieses Bild heißt Olaf Osterson. Und das möchte ich dann im letzten Teil auch dieses Vortrages einfach lesen. Ihr könnt zuhören, ihr könnt es euch immer wieder anhören, denn hier sind im Prinzip die heiligen 13 Nächte in einem wunderbaren Epos beschrieben. Und das erinnert an den ähnlichen Epos, der eine ähnliche Botschaft liefert, nämlich Dantes göttliche Komödie. Olaf Ostersons Traumlied. So höre meinen Sang, ich will dir singen von einem flinken Jüngling. Es war das Olaf Osterson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Er ging zur Ruh am Weihnachtsabend, ein starker Schlaf umfing ihn bald, und nicht konnte er wachen, bevor am 13. Tag das Volk zur Kirche ging. Es war das Olaf Ostersson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Er ging zur Ruh am Weihnachtsabend, er hat geschlafen gar lang, erwachen konnte er nicht, bevor am 13. Tag der Vogel spreizet die Flügel. Es war das Olaf Ostersson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Nicht konnte er wachen, Olaf, bevor am 13. Tag die Sonne über Bergen glänzte, dann sattelt er sein flinkes Pferd und eilig ritt er in die Kirch. Es war das Olaf Ostersson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Schon stand der Priester am Altar, Messe lesend, als an dem Kirchentore sich Olaf setzt zu künden, von vieler Träume Inhaltspracht, die in dem langen Schlafe die Seele ihm erfüllten. Es war das Olaf Ostersson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Und junge und auch alte Leute, sie lauschten achtsam jener Worte, die Olaf sprach von seinen Träumen. Es war das Olaf Ostersson, der einst so lange schlief, von ihm will ich dir singen. Und hier eine kurze Erläuterung nach diesen zwei Teilen. Das ist die Erfahrung der Einweihung in den 13 Nächten, die Reise, wo er im Grunde durch die geistige Welt reist, ähnlich wie Dante in seiner göttlichen Komödie. Ich ging zur Ruh am Weihnachtsabend, ein starker Schlaf umfing mich bald. Und nicht konnte ich erwachen, bevor am 13. Tag das Volk zur Kirche ging. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Erhoben ward in Wolkenhöhe ich, und in den Meeresgrund geworfen, und wer mir folgen will, ihn kann nicht Heiterkeit befallen. Der Mond schien hell, und weithin dehnten sich die Wege. Und fahren musste ich in Erdentiefen, wo furchtbar rauschen Götterströme. Zu schauen nicht vermocht ich sie, doch hören konnte ich das Rauschen. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Es wiehert nicht mein schwarzes Pferd und meine Hunde bellten nicht. Es sang auch nicht der Morgenvogel, es war ein einzig Wunder überall. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege.
befahren musste ich im Geisterland der Dornenheide weites Feld. Zerrissen ward mein Scharlachmantel mir und auch die Nägel meiner Füße. Der Mond schien hell und weithin dehnte sich die Wege. Und jetzt kommt eine wunderbare Beschreibung über den Abgrund. Jetzt betritt Olaf Ostenson die geistige Welt. Er muss aber dazu über einen Abgrund, und das kennen wir alle vom dreiköpfigen Höllenhund Cerberus und aus Dantes göttlicher Komödie. Auch da ist von einem Abgrund die Rede und mit drei Tieren. Und es gibt dazu auch die Möglichkeit, eben Rudolf Steiner hat diese drei Tiere beschrieben. Da könnt ihr auch gerne Informationen bei der Akademie haben, in einem Lehrheft, worum es da geht. Und das beschreibt er jetzt sehr lebendig. Ich kam dann an die Gjallarbrücke, in höchsten Windeshöhen hänget diese. Mit rotem Gold ist sie beschlagen und Nägel mit scharfen Spitzen hat sie. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Und jetzt kommen diese berühmten drei Tiere, die in allen Mythen immer unterschiedlich sind. Es schlug mich dort die Geisterschlange, es biss mich auch der Geisterhund, der Stier, er stand in Weges Mitte. Das sind der Brücke drei Geschöpf, sie sind von furchtbar böser Art. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Gar bissig ist der Hund und stechen will die Schlange, der Stier erdreut gewaltig. Sie lassen keinen über diese Brücke, der Wahrheit nicht will ehren. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Und ich will euch eine kurze Erklärung dazu geben, es steht alles hier drin. Wer nicht den Pfad der Wahrheit gehen kann, kommt nicht in die geistige Welt, denn er begegnet seinen eigenen drei Schwächen in seiner Seele, die ihm dann im Astralraum als drei Tiere erscheinen. Das sind die drei Tiere, die wir zu überwinden haben. Und dazu hat Rudolf Steiner seine gesamte spirituelle, esoterische Schulung aufgebaut. Das ist der Weg der Wahrheit. Ohne die Wahrheit kommen wir nicht in die geistige Welt. Ohne den Christus kommen wir nicht in die geistige Welt. Denn er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei und der wird euch stark machen für die geistige Welt. Das ist die wunderbare Beschreibung. Ich bin gewandelt über diese Brücke, die schmal und schwindelregend ist. In Sümpfen musst ich warten, doch liegen sie nun hinter mir. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. In Sümpfen musste ich warten, sie schienen bodenlos dem Fuß, als ich die Brücke überschritt. Da fühlte ich im Munde Erde, wie Tote, die in Gräbern liegen. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Hier beschreibt Olaf Ostenson der Weg durch die unteren Astralwelten. Und wer hier eine lebendige Beschreibung dazu haben will, der möge das Buch von Ibn Alexander lesen. Der hat es in seinem Koma wunderbar erlebt und beschrieben. Lest es da, da ist es sehr lebendig beschrieben, was in dieser alten isländischen Sage oder diesem Sagengedicht hier angedeutet ist. An Wasser kam ich dann, in welchen wie blaue Flammen die Eismassen hell erglänzten. Und Gott erlenkte meinen Sinn, dass ich die Gegend mied. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Zum Winterpfad lenkte ich die Schritte, zu rechten konnte ich ihn sehen. Ich schaute wie ins Paradies, das weithin leuchtend strahlte. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Und Gottes hohe Mutter, ich sah sie dort im Glanze, nach Bruxwallin zu fahren, so hieß sie mich kündend,
dass Seelen dort gerichtet werden. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Jetzt kommt der vierte und der letzte Teil. In anderen Welten weilte ich durch viele Nächte Längen, und Gott nur kann es wissen, wie viel der Seelennot ich sah in Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Hier beschreibt Olaf Ostersson wunderbar das Fegefeuer, das Durchgehen, die Läuterung in der astralischen, seelischen Welt. Wir wissen genau, wie das ausschaut, und hier beschreibt das wunderbar. Und da sehen wir auch, was wir zu erwarten haben, wenn wir in diesem Leben gewisse Dinge tun oder nicht tun. Ich konnte schauen einen jungen Mann, er hatte einen Knaben hingemordet. Nun musste er ihn ewig tragen auf seinen eigenen Armen. Er stand im Schlamm so tief, in Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Einen alten Mann sah ich auch, er trug ein Mantel wie von Blei, so ward gestraft er, dass er im Geize auf der Erde lebte. In Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Und Männer tauchten auf, die feurige Stoffe trugen, Unredlichkeiten lasteten auf ihren armen Seelen. In Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Da sehen wir, wie Lüge und Intrige, was das drüben für ein Leid bedeutet für uns. In solchen Bildern wurde das früher vermittelt. Auch Kinder konnte ich schauen, die Kohlenkluten unter ihren Füßen hatten. Den Eltern taten sie im Leben Böses, das traf ihr Geister gar so schwer. In Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Und jenem Hause zu nahen, es ward mir auferlegt, wo Hexen Arbeit leisten sollte, im Blute, das sie im Leben hier erzürnt. In Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Von Norden her in wilden Scharen, da kamen Kritten böse Geister, vom Höllenfürsten angeleitet, in Bruxwallin dem Weltgerichte unterstehen, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Was aus dem Norden kam, das schien vor allem böse, voran ritt er, der Höllenfürst, auf seinem schwarzen Rosse. In Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Und jetzt kommt zum Schluss die Hoffnung und die Erlösung, denn jetzt tritt der weiße Ritter auf, der weiße Reiter. Doch aus dem Süden kamen in hehrer Ruhe andere Scharen. Es ritt voran Sankt Michael, an Jesu Christi Seite, in Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Was aus dem Süden kam, das schien nur lautre Güte. Es ritt voran Sankt Michael, an Jesu Christi Seite, auf einem weißen Pferde, in Bruxwallin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Stehe. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, wann und wo auch immer, eine wirklich heilige, segensreiche Zeit zu Weihnachten und den 13 Nächten, in dem ernsten und gleichzeitig freudvollen Sinne, dass Weihnachten und diese 13 Nächte bedeuten. In aller Stille, euer Axel Burkhardt.